Bayern, Bundesligamannschaft, hat es eine richtige Heimstätte gekommen und sie hat es richtig eingeweiht heute, Stadion. Schöner Sieg, freut mich. Und nach dem tollen Auswärtsspiel in Wolfsburg haben wir jetzt einen super Saisonstart hingelegt. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, haben Freiburg keine Chance gelassen, haben die dominiert, sind auch 2-0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit sind wir nicht gut reingekommen, haben Freiburg zu viel Raum gelassen, Zweikämpfe verloren. Und dann hat man einfach gesehen, was für eine Qualität Freiburg hat, hatten dann in ein paar Situationen noch Glück und haben einfach nicht mehr in unser Spiel gefunden. Und die zweite Halbzeit geht klar an Freiburg. So, wir hatten uns darauf eingestellt, dass es ein schwieriges Spiel werden wird, kampfbetont, das Wetter war passend, also heiß umkämpfter Fight. Erste Halbzeit haben wir richtig gut gespielt, Torchancen erarbeitet, zwei Tore nach Standards gemacht. Zweite Halbzeit ist leider nicht mehr so gut gelaufen, war nicht mehr so kompakt, ist ein bisschen hektisch geworden und haben das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben. Aber die Leidenschaft war trotzdem über 90 Minuten da. Jeder ist für den anderen gerannt, hat gekämpft und gefightet, um hier im neuen Stadion mit 3 Punkten zu gehen. Ja, Ergebnis, sage ich mal, aus meiner Sicht passt. 3 Punkte ist auch okay. Spiel 2 Halbzeiten. Die erste Halbzeit finde ich sehr gut. Auch 2-0. Zweite Halbzeit haben wir ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben, Faden verloren, wie auch immer. Letztendlich war es ein gelungener Heimsaisonauftaktspiel. Heimpremiere geglückt, definitiv. Was das Ergebnis angeht, wir haben 2-1 gewonnen. Das war unser Ziel, dass wir heute als Sieger vom Platz gehen können im ersten Spiel im Grünwalder Stadion. Allerdings von der Spielweise her haben wir sicherlich die zweite Halbzeit ein bisschen Probleme gehabt. Da werden wir dran arbeiten müssen. Aber wir haben auch nicht gegen irgendwen gespielt. Wir haben gegen SC Freiburg gespielt, die letztes Jahr Fünfter geworden sind. Und wir wussten, dass es ein schweres Spiel sein wird. Ja, ich denke, dass die erste Halbzeit von uns gut war. Da haben wir eigentlich die Kontrolle über das Spiel gehabt. Wir waren da relativ dominant, hatten gute Offensivaktionen, haben gegen den Ball, glaube ich, so gut wie gar nichts zugelassen fast. Ja, und dann sind wir aus der Halbzeit rausgekommen und haben einen frühen Gegentreffer bekommen. Na, auf einmal ging es dann los mit Nachdenken. Der Gegner wurde durch den Treffer immer mehr aufgebaut. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt mental, würde ich auch sagen. Und ja, dann haben wir uns eigentlich dann letztendlich dann fast ein bisschen um die Spielzeit zittern müssen. Aber okay, letztendlich, es war klar, dass es nicht leicht wird und wir sind mit dem Sieg zufrieden.